Ist hier nicht irgendwo noch eine benannte Waffe? Du bist cool, ne? Du bist einer von der Bruderschaft, ja, tatsächlich, aber du bist nicht böse. Also nicht mir gegenüber. Und er killt hier gerade den Van Graffs-Schläger. Ist sowieso, der ist sowieso stinkig auf uns. Der kriegt ein paar. Ratte, du. Wir müssen es jetzt durchziehen. Mit Hilfe der Bruderschaft. Ich habe eine Laserpistole. Das muss ausreichen. Kriege ich hier eine Mod drauf? Eine Sekunde. Nee. Oh, 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 tut mir leid, Bruderschaftskollege. Wir können die ganze Quest hier vergessen. Aber es ging einfach nicht, es ging einfach nicht. Was soll ich machen? Es ging einfach nicht. Laser Rifle ist kaputt, ne? Hast du was Schönes für uns? Nein, doch. Leere Mufu-Zellen. Und volle Mufu-Zellen und ein Schlüssel. Dann nehmen wir die Bude hier auseinander und... und hauen dann ab. Aber wir kriegen jedes Mal schlechtes Karma, ne? Richtig. Whisky. Theoretisch gilt ja Cass noch als bei uns im Team. Also können wir ruhig weiter schlürfen, wenn wir wollen. Richtig, richtig. Ne, wir kriegen kein schlechtes Karma. Na, dann ist ja gut. Dann lassen wir uns den Kram hier nicht entgehen. Klamotten? Ne, gibt's hier keine. Eine Tür nach der anderen. Hier gibt's doch bestimmt richtig guten Kram. Das sind Waffenhändler. Sag ich doch. Wobei, das war ganz schön billig, das Plasma-Rifle. Flup, flup, flup. Nein. Werkzeugschrank. Mufu-Zelle. Und Wonderglue. Wir können noch gut laufen. Anders als in Fallout 76. Ich komme nämlich gerade aus einer Fallout 76-Aufnahme und da sind Tragekapazitäten gerade ein rares Gut. Aber hier nicht. Für Mufu-Zellen? Der Plan für spezielle Mufu-Zellen haben wir aber schon, ne? Trotzdem cool. Plasma-Pistole, komm. Ist doch gut. Nimm mit, nimm mit. Die brauchen das nicht mehr. Kronkorken. Können wir nicht rangehen. Muni. Weiter. Ja, das wäre es dann wohl in Bezug auf diese Quest, aber es war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die ganze Zeit schon. Wir waren ja schon so oft hier und nun ja. Jetzt facen wir gerade die Reality. Haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir wirklich da hinten alles schon geklärt? Ja. So viel ist das gar nicht. Das wirkt verdammt groß hier. Aber wenn man sich es erstmal genau angeguckt hat, dann geht das eigentlich. Terminal schwer verschlossen. Mhm. Wir wollen auch zumindest mal raufgucken hier auf dieses Terminal. Da ist vielleicht noch was Schönes zu lesen oder so. Aber erstmal gucken. Oder ein paar wichtige Datensätze. Jo, jo, okay, dankeschön. Jo, cool. Klammer, Klammer, Klammer. Richtiges Hackenmensch. Das letzte Wort. Leicht verdiente EP. Das ist doch was. Was haben wir denn hier Schönes? Nee, nur Schloss und Riegel. Aber nicht vergessen, EP, EP, EP. Und vorne lagen auch noch ganz viele Waffen. Vielleicht noch ein bisschen Glücksspiel. Heute wohl nicht. So, was ist denn mit dir? Ach, du bist auch tot, ne? Das ist natürlich jetzt ungünstig für dich, muss ich zugeben. Den Schlüssel. Das Plasma-Reifel. Hatten wir noch ein Plasma-Reifel schon mitgenommen gehabt? Nee, das war nur eine Plasma-Pistole. Dann bist du zu billig. Ganz offiziell weg mit dir. Niemand will dich. Danke. Aber hier wäre noch eins. Oh, das ist sogar was wert. Wir müssen das andere wieder aufheben. Ein Glück geht das hier so gut. Bei Fallout New Vegas. Ein Glück sind das keine Papiertüten. Das fehlt mir mit am meisten in Fallout 76. Gerade im Vergleich mit den älteren Fallout-Spielen. Dass die Gegenstände nicht einfach so abgelegt werden können. Und man sie auch dann nicht nachträglich irgendwie positionieren kann, aber das ist, glaube ich, bei einem MMO nur
bedingt realisierbar. Es geht bestimmt, es geht im Prinzip alles, aber die Engine ist doch verflucht alt und eigentlich kann man richtig froh sein, dass Fallout 76 mittlerweile so gut läuft, wie es aktuell läuft. Könnte besser laufen, kann immer besser laufen, aber wie gesagt, wir können froh sein. Ich bin sehr happy mit Fallout 76. Und auch mit diesem Spiel. Recharger Pistol, ich weiß es nicht. Ich nehme alles mit hier. Das sieht verdammt gut aus. Und was doppelt ist, wird vermengen. Sofort. Instant. Reparieren. Multiplus Rifle, das ist sowieso immer das allerbeste. Plasma Pistole. Flop. Plasma Rifle. Geil. Wir können. Es ist soweit. Van Graffs abgehakt. Auf die etwas andere Art und... Oh, hier ist ja noch mehr. Auf die etwas andere Art und Weise. Tree Beam Laser. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob wir das Tree Beam Laser Gewehr schon haben. Hier ist noch eins. Wollte denn das versteckt gehabt? Wie soll ich denn das verstehen? Na, ich vermenge. Flop. Jo, cool. Danke. Und dann noch Tree Beam Laser. Ach, ist im Eimer. Okay, dann lass den Kram liegen. Dann brauchen wir das nicht. Hey, warum sind wir so langsam? Sind wir wirklich überladen? Shame on me. Habt ihr schon Kram bekommen von mir? In dieser Aufnahme, Hundi? Nein. Dann bekommst du eigentlich alles, weil eigentlich kriegen wir ja, sollten wir gleich unseren Kram zurückbekommen. Vom Türsteher, wenn der uns nicht niederschießt, aber naja, falls das der Fall sein sollte, falls er uns angreifen sollte, kriegt er erstmal hier schön eins mit der Faust direkt ins Gesicht. Cool. Oh, wir müssen doch noch mal vermengen. Hier liegt doch so viel mehr Kram. Ja, jede Menge Kram. Tut mir leid, Hundi. Du musst gleich noch mal deine Taschen aufmachen. Er freut sich schon. Ich trage gern deinen Kram. Dann hat mein Leben einen tieferen Sinn. Finde ich gut. Gute Einstellung, Wolfi. Komplett. Ne, Hunde machen das gerne. Hunde haben gerne Aufgaben. Auch wenn es spielerische Aufgaben sind, wie hol dieses Ding. Hol diesen Ball. Hol diesen Stock. Oder lauf hier lang. Verteidige den Zaun mit deinem Leben. Cool. Kann weg, ne? Ja. Schön, schön, schön. Hätten wir das jetzt aber wirklich geklärt. Reicht ja auch wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Alle. Alle, alle, alle. Gut. Hinaus. Nach Freeside. Hey, alles klar. Habe ich meinen Kram zurückbekommen? Ich glaube, du bist jetzt arbeitslos. Und wir sind schon wieder überladen. Was? Weil wir gerade unsere Waffen zurückbekommen haben. Aber so viel haben wir doch gar nicht mehr. Er ist schon überladen. Wie haben wir das hinbekommen? Wie haben wir denn das bitte hinbekommen? Da gibt es bestimmt einen Trick oder so einen halben Exploit. Womit wir den dann noch härter überladen könnten. Aber das wäre Getrickse. Und das mache ich natürlich nicht. Aber wie kommen wir denn jetzt bitte hier weg? Vielleicht lesen wir erstmal die Notiz. Den Brief. Brief an Gloria. Werte Miss Van Graff, mir ist zu Ohren gekommen, dass die Cassidy-Karawane in letzter Zeit einige Rückschläge einstecken mussten. Ich kann nur hoffen, dass diese jüngsten und unglücklichen Ereignisse die junge Säuferin endlich dazu bringen, ihre verbleibenden Aktivposten an mich zu verkaufen. Gemäß unserer Vereinbarung habe ich nicht zu vernachlässigende Bemühungen in die Schwächung ihrer Konkurrenz, der Waffenschieber, investiert. Sie können in nächster Zeit mit einem geheimnisvollen und plötzlichen Anstieg der Waffenverkäufe rechnen. Mit freundlichen Grüßen. AM. Cool. Hätten wir das. Aber wie kommen wir jetzt bitte hier weg? Wie hart sind wir überladen? Doch ganz schön dolle, ne? Verdammt dolle. Buff out. Haben wir noch. Reicht das? Ziehst du rein, Mann. Steck mal deine Fäuste weg. Hat er es genommen? Nee, er muss die komplette Animation muss er machen. Sie sind überlastet. Immer noch so dolle. Hat er es wirklich genommen? Sind wir jetzt auf Buffout? Ja, tatsächlich. Und auf Whisky auch noch? Ja.
Schande, was machen wir denn jetzt? Ich hätte. Oh, genau, stimmt. Das Bootleg-Bier. Stärke plus 6. Ist das eine Art Droge oder so? Muss er das separat nehmen? Hat das irgendwas gebracht? Oder hat das nicht wirklich akzeptiert, weil dieser Alkoholbuff noch 22 Sekunden lang wirkt? Eine Sekunde, das prüfen wir gleich nach. Das ist der Whisky-Buff, richtig. Aber das Bootleg-Bier verschafft uns ja Stärke plus 6. Vielleicht reicht das ja aus. Oder, Hundi? Ich bin da auch guter Dinge. Laser, Plasma, Pistole, Briefkasten ist jetzt nicht zufällig hier irgendwo. Das könnte natürlich jetzt sehr hilfreich sein. Dann könnten wir die Sachen nach Novak schicken. Also ein richtiger, ihr wisst schon. US Postmail oder so. Die großen blauen. So, wir sind nicht mehr auf Alkohol. Gut, funktioniert das Bootleg-Bier. Trinke es nicht wirklich, ne? Zählt das überhaupt nicht? Ist das so ein Nachteil von diesem Buff, den wir von Cass haben? Doch, Stärke plus 6, aber trotzdem. Aber wir sind immer noch weit davon entfernt, hier irgendwie ohne Probleme wegzukommen. Das ist sehr ungünstig. Ich muss kurz überlegen. Ich laufe mal rüber zum Strip in der Hoffnung. Hey, stopp! Ich laufe mal rüber zum Strip in der Hoffnung, dass wir da einen Briefkasten finden, nachdem ich ihn ja erschossen habe. Denn er hat unseren Hund angegriffen. Du wolltest es so. Diese Schrotflinte hatte ich in meinem Mantel versteckt. In meinem Pre-War Detective Code. Du hast nichts dabei. Weil du ein Nichts bist. Und jetzt bist du auch noch tot. Rüber zum Strip, bitte. Du fieser Typ, du. Oh nein, ich schon wieder. Wir können uns nicht so richtig wehren. Ja, genau. Greif mich hier mit so einem. Wie heißt das Ding? Kreuzschlüssel an. Weiter Richtung Strip. Guten Abend. Danke für Ihre Besuch in New Vegas. Hier muss es doch irgendwo so einen verfluchten Briefkasten geben. Genau, so einen Briefkasten habe ich gesucht. Hier, beim Bahnhof quasi. Macht ja auch irgendwie total Sinn. Da schicken wir weg nach Novak und hol das später ab. Das sollten wir öfters benutzen. Gerade wenn wir nicht aus dem Flow raus wollen. Einmal bitte alles hergeben, Hundi. Bam. Guter Hund, braver Hund. Alle Granaten, alle Minen, alle Pistolen und darüber hinaus. Nice. Genau so wollten wir das. So, nach Novak versenden, bitte. Und zwar alles. Und weg damit. Zack. Kriegen wir jetzt selber nicht mehr raus, ne? Mm-mm. Also nicht von dieser Seite aus. Und theoretisch müssten wir doch jetzt wieder gehen können und sprinten. Wie schön. Wie schön das Leben doch ist hier in der Mojave. Cassie, meine Gute, wir haben gute Neuigkeiten. Wir kommen zu dir zurück. Das war hier. Da steht sie. Tatsächlich sogar mit Dreieck. Was für eine hilfreiche Karte. Ist das auch bei Fallout 4 so gewesen? Gab es da nicht extra sogar ein Terminal, wo man sich seine Leutchens lokalisieren lassen konnte? Warum haben die das nicht so gelöst? Das war doch sehr ersichtlich. Cassie! Cassie! Sie steht immer noch an Ort und Stelle. Hi. Reden? Nee, erstmal mitkommen, machen ne? Wir uns auf den Weg. Ja, reden Wenn mit. Wenn du erst sagst, dass du Beweise sammeln willst und dann die Schlampen einfach umnietest, dann sag mir doch, dass du deine Meinung geändert hast. Ach Wenn so. Wenn du jetzt genug rumgedaddelt hast, dann naja, können die Van Graffs haben wir jetzt wirklich gekillt. Art und Weise begleichen. Aber die andere lebt noch. Ist das jetzt gelöst oder haben wir es vergeigt? Egal, wie wir die Sache zu Ende bringen. Hauptsache, wir bringen sie zu Ende. Da haben wir dem Stammbaum der Van Graffs ein paar Äste abgeschlagen. Jetzt lebt sich's leichter in Freeside. Aber die andere müssen wir leben lassen. Jetzt rechnen wir mit Alice McLafferty ab. Wird mir ganz gut in den Kram. Nein. Die bleibt am Leben. Kann's kaum abwarten, ihr Gesicht zu sehen, wenn ich auftauche. Sie wird schon wissen, warum. Sind Sie sich sicher, dass Sie das tun wollen? Oh.
Vielleicht können wir es dann vor Ort noch zumindest im Dialog lösen, aber ich würde jetzt nicht so viel drauf verwetten. Oh, da bin ich mir sicher. Das Töten hat sich noch nie so gut angefühlt. Als ob die Toten meine Hand führen. Wenn die Schlampe jetzt in der Hölle ist, dann können die Toten mal direkt Hand anlegen. Worauf warten wir noch? Es gibt noch mehr Arbeit. Verstanden. Dann mal losgeplündert. Musik in meinen Ohren. Ja, dafür können wir leider nichts. Leider war das Anwesen der McLafferty sehr buggy. Und jetzt müssen wir die McLafferty auch noch umbringen. Auf, auf! Aber vorher sollten wir vielleicht meine Waffenhotkeys widersetzen. Denn die sind ja seit dem Silver Rush nicht mehr aktuell. 4. Das kommt auf die 7. Essensglocke ist die 1. Medicine Stick die 3. Panzerbüchse 6. Schaufel. Ach, ist mir egal. Los! Schnappt sie euch! Ich wähle die Essensglocke. Kurz und schmerzlos. Mit ultimativer Streuwirkung. Willst du vor, Cass? Nein? Na, fangt ihr selber an? Hat ihr einen Rucksack? So eine Art Turnbeutel? Warum hab ich das nicht? Das sieht sehr cool aus. McLafferty. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Oh ja, genau. Vielleicht sollten wir erstmal alles mit ihr abschließen, was wir noch abschließen können, bevor die gute Cass erstmal angefangen hat. Es läuft wohl wie immer bei den Waffenschiebern und keinem ist etwas aufgefallen. Exzellente Arbeit. Kein Problem. Wir können umgehend damit anfangen, eigene Waffen herzustellen, die auf diesen Bauplänen beruhen. Sie kriegen einen Nachlass von wie uns. Wie großzügig. So, ich habe mich um Henry Jameson gekümmert. Er hat gekündigt. Ja, er hat wohl direkt gekündigt und nicht mal eine Abfindung verlangt. Jetzt würde mich nur interessieren, was Sie genau zu ihm gesagt haben. Das bleibt Betriebsgeheimnis. Trotzdem, danke. Ich bin sehr froh, den Kerl los zu sein. Bitteschön. So, die Cassidy-Karawanen sind aufgekauft und nun ein Teil der kaminroten Karawane. Sehr gut. Gelegentlich kann es sich als profitabler erweisen, die Konkurrenz einfach aufzukaufen. Hierbei handelt es sich um so einen Fall. So, kann ich noch irgendwas anderes für Sie tun? Wir haben das noch alles abgeschlossen. Sehr schön. Stufenaufstieg mit Perk. Ein Prospektor kam vor kurzem hier durch und hat eine Menge Kronkorken für Vorräte ausgegeben. Bei näherer Betrachtung stellten sich diese Kronkorken als brandneu heraus. Das ist ein Problem. Wahrscheinlich kommen sie aus der alten Sarsaparilla-Abfüllanlage. Gehen Sie hin, finden Sie die Kronkorkenpresse und machen Sie sie untauglich. Okay, ich hätte noch einige Fragen zur Kronkorkenwährung. Was wollen Sie denn wissen? Cassie, wir müssen das aufschieben. Warum ist eine Kronkorkenpresse ein Problem für Sie? Na, Inflation, Mensch. Die Leute fälschen schon seit Urzeiten Kronkorken, aber immer nur im kleinen Maßstab. Eine Kronkorkenpresse hingegen ist etwas ganz anderes. Wir können nicht zulassen, dass die Massenproduktion von Kronkorken alles entwertet. Werden überhaupt neue Kronkorken hergestellt? Sicher. Kronkorken nutzen sich ab und werden beschädigt. Einige Leute beharren sogar darauf, sie in Sprengkörpern zu verbauen. Stimmt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Vorkriegsabfüllanlagen zu durchsuchen und alle Pressen unschädlich zu machen. Wir haben wohl eine übersehen. Was zeichnet einen echten Kronkorken aus? Eine Menge kleine Sachen. Die Farbe auf dem Etikett, die Stanzung, die Art des Metalls, aus dem sie hergestellt wurden. Ich weiß natürlich, dass es gefälschte Kronkorken gibt. Glücklicherweise sind sie sehr aufwendig herzustellen, sodass ihre Zahl klein ist. Okay, Cassie, reiß dich zusammen. Noch nicht, Cassie. Bitte nicht. Wir nehmen als nächstes entweder Falschen oder Medizin. Ja, Nahkampf gar nicht. Sprengstoff auch eher weniger. Waffenlos auch nicht. Es bleibt nur noch Medizin und Falschen. Wir machen erstmal eins voll. No. Und nun muss ich mich erstmal hier ein bisschen ausmehren. Oh, das hatten wir gar nicht freigeschaltet. Das unentdeckt bleiben mit Pip-Boy-Licht, das finde ich sehr hilfreich. Also die Idee. Also in Gebäuden schleichen und trotzdem mit eingeschalteter Pip-Boy-Lampe hier durch die Gegend ziehen. Cass, wir müssen das ganz kurz
aufschieben, okay? Das machen wir gleich. Ich würde gern erst alles hier wegspielen, was mit der Lefferty noch funktioniert. Genau, erstmal raus hier. Ortschaft anzeigen, bitte. Da drüben. Kennen wir ja alle schon. Und das ist so hilfreich. Rein bitte. Mit der Flinte im Anschlag. Wer weiß, was kommt. Oha. Hallo? Wo ist die Kronkorkenpresse? Gut, wir können jetzt schleichen, ne? Stimmt. Mit eingeschaltetem Licht. Und wir sind auch noch verdammt schnell dabei. Denn den Perk haben wir hundertprozentig aktiviert. Freigeschaltet. Wo ist die Presse? Ist sie noch hier? Nein. Da oben auch nicht. Im zweiten Stock vielleicht. Und hä? Aber eigentlich sollte hier alles ausgeräuchert sein. Jetzt sind wir hier oben. Nein, das ist nicht die Presse, die wir suchen. Ich guck mal eben. Wir müssen hier lang. In den Hauptraum. Vorsichtig, hier könnte wer sein. So, schon vorbeigelaufen. Was? Wie bitte? Ach, hier. Da ist sie tatsächlich. Es ist noch frisches Fett auf der Kronkorkenpresse. Sie wurde also vor kurzem noch benutzt. Alle wichtigen aussehenden Teile aus der Maschine nehmen. Zack, schon fertig. Und hier können wir doch direkt wieder raus, richtig? Richtig! Zurück bitte zur Frau McLefferty. Oh nein! Das ist ein Hinterhalt! Lampe aus. Sie war aus. Jetzt Angriff. Komm schon. Wo ist mein Glück? Zumindest ein bisschen. Kein Glück heute. Na. Weggefetzt. So muss das. Waren das alle? Hat die Presse euch gehört? Vielleicht. Nein, ist okay. Wir wollen uns jetzt mal nicht so vollstopfen. Wir werden noch kritischer, was den Loot angeht. Nope. Aber sowas können wir immer gut gebrauchen. Zurück, kaminrote Karawane. Frau McLefferty, wir sind auf dem Weg. Ich glaube, wir müssen dann sowieso, wenn wir direkt vor der Lefferty stehen, Cassie anquatschen. Damit wir hier das Ende ihrer Quest einleiten. Also kümmern wir uns erstmal um die Lefferty. Ganz, ganz wichtig. Lefferty, hi. Willkommen zurück. Willkommen. Die Kronkorkenpresse stellt kein Problem mehr dar. Gut, Sie waren sicher gründlich. Hier ist die Bezahlung für einen vorbildlich erledigten Auftrag. Gern geschehen. Das ist alles, ne? Keine weiteren Aufgaben. Schön. War mir eine Freude. Ja, Dito. Cass, du kannst loslegen. Sie ist mir egal. Quatschen. Pass auf, wo du deinen Chip da herumzeigst. Ja, ja, ist ja gut. Nein, müssen wir sie jetzt einfach umbringen? Um das zu beenden? Es geht nicht anders, ne? Schande. Schande, das ist doch nicht gut für die RNK. Ich probiere das mal eben aus. Vielleicht können wir sie auch heimlich killen. In ihrem Hütchen. Top Secret, das ist mir lieber. Wir finden jetzt erstmal ihr Hütchen und dann werden wir sie überfallen. Wobei, sie wird ja... In einer Baracke schlafen und da ist sie nicht alleine. Ganz leise. Ja, ich bin auch ganz leise. Wir müssen mal gucken. Es gibt doch Möglichkeiten, jemanden wirklich top secret zu killen, sodass es keiner mitbekommt. Habe ich zufällig eine Granate dabei? Nein, ich habe die alle nach... Ich hab die alle rübergeschickt. Hier gibt's doch aber einen Händler, ne? Jetzt, wo Caesar aus dem Weg draußen. Ist unsere Herrschaft. Cassie, hast du ein paar Granaten noch von uns oder so? Wir. Nein, leider nicht. Ein allgemein Händler hier. Hi. Hallo. Sie ja, handeln, genau. Das ist mein Ziel. Ich brauche ein paar Granaten. Du hast gar keine, ne?
Granaten-MG. Mm-mm. Wo kriegen wir denn jetzt bitte eine Handgranate her?